Was ich im zweiten Teil jetzt mit Ihnen besprechen möchte, ist ein Grundsatz, den wir in der Stiftung schon lange haben, nämlich auf dem Trittbrett der Natur zu einer neuen Gesundheitskultur. Das heißt, wir können die Entwicklung ja nicht zurückdrehen. Wir können die ganze Technik nicht wieder zurückdrehen. Aber wir müssen auf dem Boden dieser Technologie, müssen wir uns eine neue Kultur erarbeiten, wo der einzelne Mensch in einer gesunden Umwelt lebt, die es ihm erlaubt, auch mit den Viren und Bakterien auszukommen und in Frieden zu leben. Und eins der Dinge, die dazugehören, ist Vitamin D. Warum? Weil Vitamin D vor Millionen von Jahren gemacht worden ist, um unser Immunsystem fit zu machen, damit es mit fremden Eindringlingen, mit Viren und Bakterien umgehen kann. Damit also ein Virus sich nicht ausbreiten kann, nicht dominieren kann, sondern damit dieses System, unser Immunsystem, dieses Virus in die Schranken weist. Wir können uns ja vor der Infektion mit dem Virus nicht schützen. Ob das jetzt im Wasser ist, ob es in der Nahrung ist oder ob es über die Luft eingeschwebt kommt. Wir werden immer wieder mit neuen Viren konfrontiert. Ist das System aber perfekt, dann kann es damit umgehen. Dann wird dieser neue Gast entsprechend komplett platt gemacht oder man räumt ihm ein kleines Stühlchen ein, dann darf er mit da leben und mit existieren. Aber er darf nicht dominieren und den Körper platt machen. So, ich habe vor 2 Jahren gesagt, in keinem Pharmalabor der Welt wird in den kommenden Jahren eine Substanz entwickelt werden, die auch nur annähernd die Qualitäten von Vitamin D besitzt. Das ist also schon mal eine ziemliche Aussage gewesen. Und ich gehe jetzt aber noch mal einen Schritt weiter und sage, Vitamin D ist mit Abstand die effektivste Einzelmaßnahme zur Prävention einer Grippeepidemie. Überhaupt nicht, dass Vitamin D das alleine kann. Aber wenn wir uns die Eigenschaften von Vitamin D anschauen, das möchte ich in den nächsten 20 Minuten mit Ihnen tun, dann hat Vitamin D enorme Fähigkeiten, unserem Immunsystem zu helfen, mit solchen Situationen fertig zu werden. Also, was haben wir denn an wissenschaftlichen Erkenntnissen jetzt aktuell in den letzten 20 Jahren? Nun, einmal habe ich schon erwähnt, Genetik und Epigenetik. Wir wissen heute nicht, die Gene steuern uns, sondern die Umwelt über die Epigenetik. Das Zweite ist, haben wir auch kurz erwähnt, die Nahrungsfette haben eine ganz andere Bedeutung, als sie uns 50 Jahre lang erzählt worden ist. Omega-3 und Omega-6 als spezielle Fette haben wenig mit der Nahrung zu tun. Sie kommen über die Nahrung, aber sie werden nicht verbrannt, sie werden in dem Sinne nicht verwertet, sondern es sind Steuerungsfaktoren. Auch hier wieder Steuerungsfaktoren aus der Umwelt, die ganz entscheidend in das Immunsystem, in das Geschehen mit eingreifen. Die Ernährung hat einen ganz anderen Stellenwert. Vor 2000 Jahren hat es bei den Griechen schon geheißen, lasst eure Nahrung eure Medikamente sein und eure Medikamente, das sollt ihr durch die Pflanzen bekommen, die Heilpflanzen bekommen. Das ist jahrhundertelang ist das Voodoo gewesen. Inzwischen wissen wir, dass über die Epigenetik die Pflanzenstoffe nicht nur antioxidativ wirken, sondern auch unsere Gene steuern. Das heißt also, wenn wir uns richtig ernähren, haben wir riesige Möglichkeiten, auf die Gesundheit Einfluss zu nehmen. Ja. Vitamin D ist kein Vitamin, sondern ein Hormon. Da werden wir noch später darauf eingehen. Ja. Wir haben die Mitochondrien entdeckt. Das sind die kleinen Kraftwerke in den Zellen, die evolutionsbiologisch zurückzuführen sind auf einen Fehltritt der menschlichen Zellen. Das heißt also, wir Menschen sind eigentlich Bastarde, denn diese Mitochondrien sind in Wirklichkeit auch schon Bakterien, die wir in unsere Zelle aufgenommen haben und hat dann Arbeitsteilung gemacht. Die kümmern sich um Energie und die menschliche Zelle, der Rest macht dann die übrigen Aufgaben. Also ein riesengroßes Problem. Dann Krebs und Demenz wissen wir inzwischen eben keine Erkrankungen des humanen Genoms, sondern Stoffwechselerkrankungen. Ja? Nicht der Geist wird krank, sondern die Gehirnzellen werden krank. Und wenn ich die Gehirnzellen entsprechend wieder fit mache, dann verschwindet auch die Krankheit, das Symptom der unfitten Gehirnzellen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Depression eine Entzündung der Gehirnzellen ist. Und zwar eine Entzündung der Gehirnzellen im Rahmen eines entzündlichen Geschehens im gesamten Körper. Schiebe ich jetzt die Entzündung im Körper wieder zurück, verliere ich auch da oben die Entzündung, ist plötzlich die Depression weg. Hat man durchexerziert. Einfach mit der Ernährung. 5% der Depressiven hatten keine Depression mehr nach einem Jahr anständiger Ernährung.
So, es geht weiter. Mikrobiom hatten wir schon darüber gesprochen. Wir können ohne diese Bakterien in uns, die Viren in uns, können wir nicht existieren. Wenn man im Versuch Tiere steril entsprechend hält, dann gehen die nach einiger Zeit kaputt. Ja, wir brauchen diese Tiere, um überhaupt die Nahrung umzusetzen. Ja, wir können sie so, wie wir sie essen, nicht verdauen. Und das Ganze nennen wir dann zusammengefasst den Naturdefizit-Effekt. Ja, all diese vielen Dinge, die wir hier von der Natur gehabt haben, sind wichtig für uns. Und wenn man das alles nicht mehr hat, dann kommt daraus der Naturdefizit-Effekt und das sind unsere vielen, vielen Krankheiten, die wir heute entwickeln. Wenn man das alles zusammenfasst, dann gibt es ein neues Bild der Lebewesen und damit auch des Menschen. Und zwar, der Mensch ist eine temporäre Ansammlung von Biomasse der Erde mit dem Ziel, die Evolution fortzuführen. Ja? Es ist Biomasse der Erde, die dort zusammengekommen ist, evolutionsmäßig immer weiterentwickelt, aber es ist immer Biomasse. Ob ich eine Pflanze habe, ob ich ein Tier habe oder ein Mensch, es ist Biomasse dieser Erde, die vorübergehend diese Aufgabe übernimmt und dann auch eben wieder verschwindet. Aber nicht komplett verschwindet, sondern sie wird recycelt. Die Natur hat vor Millionen von Jahren entwickelt oder ist darauf aufgebaut, das Recycle-Phänomen. Es wird nur immer wieder was Neues aus dem alten Material gemacht. Es gibt keinen Abfall, sondern was der eine ausscheidet, da sperrt der andere schon den Schnabel auf und sagt, lecker, her damit und kann sich davon ernähren. Das heißt also, das ist ein Kreislauf, der dort abläuft und wir sind ein Teil in diesem Kreislauf. Und noch einmal, wir sind dabei komplett abhängig von der Umgebung, in der wir leben. Und was dann entwickelt worden ist, ist ein nichtlineares, das kann man heute mathematisch beschreiben, ein nichtlineares, selbststeuerndes, selbstregenerierendes und ab und zu sogar selbstreproduzierendes System. Und noch einmal, das in konstantem Austausch mit der Umwelt steht. Wenn wir das einmal begriffen haben, dann fällt uns vieles, vieles einfacher zu verstehen, sowohl in unserer eigenen Situation als auch eben bei anderen. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht, was ich auch schon vor vielen Jahren habe mal zeichnen lassen. Da sehen Sie im Zentrum diesen dunkelbraunen Teil. Das ist praktisch der Symbiont aus Bakterien, Viren und Körperzellen des Menschen. Drumherum sind die Organe aufgezeigt und Sie sehen, dass von den Organen immer Pfeile in die übrigen Organe reingehen. Die Organe sind nämlich nicht unabhängig voneinander, sondern die reden alle miteinander. Nicht übereinander, sondern miteinander und tauschen sich aus. Das heißt also, wenn Ihnen Ziegelstein auf den linken Zeh fällt, dann weiß Ihr rechtes Ohr, dass da unten was passiert ist. Und nicht nur das Wissen ist da, sondern auch Steuerungsfunktionen. Das heißt zum Beispiel, wenn man hier unten die Muskulatur nimmt, die Muskulatur, wenn man sie dennoch hat, wenn man sie betätigt, schüttet Botenstoffe aus. Und diese Botenstoffe werden nicht nur für den Knochen gebraucht, sondern diese Botenstoffe gehen auch ins Gehirn. Warum? Wenn ich mich bewege, muss das Gehirn fit sein, sonst laufe ich vor den nächsten Baum. Das heißt also, Botenstoffe, die die Muskulatur ausschüttet, bewirken neue Gehirnzellen. Wenn ich jetzt meinen Hintern nicht bewege, dann bedeutet das, dass mein Gehirn keinen Stimulus kriegt, neue Gehirnzellen zu machen. Und das ist der Grund, warum wir heute Alzheimer bekommen. Einmal die schlechte Ernährung und zum anderen fehlt uns dieser Einfluss auf unser Gehirn, dass da oben was passiert. Wer das nicht glaubt, die neuesten Daten aus der Weltraumforschung belegen dieses. Wir haben vor 20 Jahren schon gelernt, wenn man dort oben keine Schwerkraft hat, dann geht die Muskulatur runter, weil wir sie nicht benutzen können, baut der Körper ab. Dann haben wir vor etwa 5-6 Jahren gelernt, dass unser Immunsystem da oben auch nicht richtig funktioniert, weil die Leukozyten die Schwerkraft brauchen. Aber ganz neu ist aus dem letzten Jahr, da war nämlich unser deutscher Kommandant, Herr Gerst, da oben für ein halbes Jahr. Und als er wieder runterkam, hat man den ins MR gesteckt, Magnetresonanztomographie. Da kann man heute sehr schön die Strukturen vermessen. Und was kam raus? Der Gute hat ein Schrumpfhirn. Natürlich nicht extrem, dass da oben die Erbse rumrollt, aber es war eindeutig geschrumpft, sodass man es sehen konnte. Das heißt, unter der Schwerelosigkeit kommt es zu einer Schrumpfung des Gehirns. Warum? Hier fehlt die Muskelinput und dann sagt das Gehirn, ich habe ja nichts mehr zu tun, dann kann ich das Ganze weglassen. Aber genauso gut eben beim Herz. Wir wissen heute, dass das Herz nicht nur vom Gehirn gesteuert wird, sondern dass eben alle anderen Organe das Herz mitsteuern. Ja? Oder die Drüsen, oder. Das heißt,
alles ist untereinander verbunden. Und noch einmal, dann drumherum sehen Sie die vielen Lebensstilfaktoren. Angefangen von der Stille der Nacht, dass man schlafen kann. Dann das Musizieren. Ja. Yehudi Menuhin hat gesagt, Singen ist die Muttersprache der Völker gewesen. Wo ist Singen geblieben? Wer singt heute noch? Kaum jemand. Keiner fällt deswegen tot um. Aber es fehlt uns etwas. Ja, die Schwerkraft haben wir schon darüber gesprochen. Kleine Kinder, ganz essentiell, wichtig. Wenn alte Menschen kleine Kinder sehen, bilden die auch neue Gehirnzellen. Warum? Weil die alten Menschen auf die kleinen Kinder immer aufgepasst haben. Nicht die Eltern haben die Kinder erzogen, sondern die Alten, die in der Höhle zusammengesessen haben mit den Kleinen, haben die Kinder erzogen. Und von den Alten ist es weitergegeben worden. Und jetzt wissen wir auch, warum der Mensch so alt wird. Normalerweise, wenn man sich reproduziert hat, kann man abtreten. Beim Menschen ist es anders. Der wird doppelt so alt. Warum? Weil das Wissen, was wir als Menschen, als Einzige ja erarbeiten können, von den alten Menschen auf die Kinder weitergegeben wird. Wenn wir jetzt aber alles in Ghettos spannen, die kleinen Kinder ins Kindergartenghetto, die Schulkinder ins Schulghetto, dann ins Arbeitsghetto und die Alten dann ins Altenheimghetto, das heißt also die Generationen voneinander trennen, dann bleiben die Kinder im Kindergarten blöd, weil die Alten ihnen nichts erzählen können. Und die Alten im Altenheim, die werden blöd, weil sie nämlich keine Kinder haben, die ihnen neue Gehirnzellen wachsen lassen. Also diese Gesellschaft hat auch da komplett versagt und sich komplett falsch entwickelt. Ja? Dann die Sinnhaftigkeit der Arbeit, die saubere Luft und so weiter. Also ich muss das nicht alles durchgehen. Alles das sind Faktoren, positive Faktoren, die überwiegend futsch sind. Und dann haben wir natürlich auch negative Faktoren. Ja, wenn wir an Naturkatastrophen so denken, dann ist es natürlich richtig. Oder Pestizide und so weiter und so fort. Oder die Pilze und die Viren. Das sind negative Faktoren. Und das ist insgesamt das Problem. Wir haben einen Teil negative, die wir dazu bekommen haben, selbst gemacht durch die moderne Industrie. Aber wir haben einen riesengroßen Satz an natürlichen Ressourcen, die wir alle gehabt haben, ohne dafür was zu bezahlen. Die haben wir verloren. Und dieses Ungleichgewicht, das macht uns letztendlich krank. Der einzelne Faktor alleine ist nie ausschlaggebend, sondern es müssen immer mehrere Dinge zusammenkommen, dass das System dann entsprechend dekompensiert. So, das ist das, was ich jetzt mit Ihnen besprechen will. Mehrfache positive Eigenschaften von Vitamin D, unter anderem zur Optimierung des Immunsystems und zur Vorbeugung, Überwinden von Infekten. Ich lasse etwa 80% der Aufgaben von Vitamin D weg, die auch wichtig sind. Sie sind zum Beispiel für Tumorwachstum ganz wichtig, sie sind für den Erhalt der Gehirnzellen wichtig und so weiter und so fort. Lasse ich alles weg, fokussiere mich jetzt nur noch auf Vitamin D und Immunsystem, sonst sind wir nämlich über Mitternacht noch unterwegs. Vitamin D moduliert das angeborene und das erworbene Immunsystem. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und jetzt kommen wir mitten hinein, Vitamin D produziert körpereigene Antibiotika. Abgekürzt antimikrobielle Proteine, sowohl gegen Bakterien als auch gegen Viren, wie zum Beispiel Influenza. Wir haben früher, im letzten Jahrhundert, die Tuberkulose mit der Sonne behandelt. Hat man die Patienten, die Tuberkulose hatten, in der Schweiz in Luftkurorten, die natürlich in welcher Sonnenkurorte, in die Sonne gelegt. Und auf diese Weise hat man mit Hilfe der Sonne, die in der Haut Vitamin D herstellt, hat man dann die Bakterien kaputt gemacht, die D-Bakterien. Und dann sind die Leute nach einem Jahr genesen. Dann kamen die Antibiotika, die künstlichen, dann ging das alles viel schneller. Und dann hat man diese positive Eigenschaft vergessen. Aber sie ist da und sie funktioniert. Das Zweite ist, Vitamin D schützt über das Tuning des Immunsystems vor Allergien, Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Crohn, Diabetes Typ 1, Rheuma und so weiter und so fort. Das heißt, es sind zwei ganz verschiedene Teile im Immunsystem, wo Vitamin D für zuständig ist. Hier sind ein paar neue aktuelle Publikationen, Vitamin D, das Immunsystem. Da können Sie hier sehen, Immune News 2020, das ist so frisch aus der Druckpresse. Und der Titel lautet Vitamin D, Carticillidin. Und das Carticillidin ist eine von diesen Antibiotika. Ja, das wird hergestellt vom Vitamin D und ist damit in der Lage, Infektionen zu behandeln und entsprechend zu unterdrücken. Also ein ganz wichtiger Teil, der nicht nur aus irgendwelchen Geschichten epidemiologische Untersuchungen bekannt ist, sondern wir wissen heute im Detail, was im Körper passiert, nämlich das. Da werde ich ins Detail nicht eingehen, aber im Labor können wir heute genau sehen,
was passiert. Hier kommt 1,25 Vitamin D an, reagiert hier mit dem Rezeptor und so weiter und so fort. All diese Dinge sind im Detail bekannt. Und von daher wissen wir, was Vitamin D für uns bewirkt und was nicht. Geht noch weiter, andere Darstellungen, andere Aspekte von Vitamin D und noch einmal einen weiter. Hier vom klinischen Stadium, auch die Impfgeschichten werden von Vitamin D ganz wesentlich beeinflusst, das Krebsgeschehen und so weiter und so fort. Also im Detail wissen wir, was dort in den Zellen passiert. Wir wissen aber auch, was im Blut passiert, wenn ein Virus hier zum Beispiel reinkommt, dass dann Folgendes geschieht, dass die einzelnen Immunzellen hier, die verschiedenen, die müssen sich abstimmen. Und die stimmen sich ab, die reden miteinander über diese roten Pfeile. Das sind sogenannte Interleukine, Interleukin 12, 22 und diese Interleukine werden von den einzelnen Zellen ausgeschieden, damit die anderen Zellen wissen, was sie zu tun haben. Das ist also wie ein Orchester oder wie eine Polizeitruppe. Und wenn die Polizeitruppe mit Walkie-Talkies sich normalerweise unterhält und irgendeiner nimmt an den Walkie-Talkies die Batterien raus, dann können die nicht miteinander reden. Und dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Und die Batterien, die Zellen, ist Vitamin D. Die Zellen können diese Interleukine nicht bilden, wenn sie kein Vitamin D haben. Das heißt, das Immunsystem wird stumm geschaltet, wenn wir kein Vitamin D haben. Und das ist der Grund, warum so ein popliges Virus uns dermaßen platt macht. Wir können uns noch einmal vor der Infektion nicht schützen. Ist aber unser Immunsystem fit, dann macht dieses Immunsystem mit den Viren kurzen Prozess. Innerhalb von 1-2 Tagen ist es erledigt. Der ist entweder einsortiert oder ist platt gemacht. Man kriegt ein bisschen Fieber und dann ist die Sache fertig. Hat man diese Ressource aber nicht, dann kann das Virus sich ausbreiten. Dann muss der Körper ganz mühsam von neuem anfangen, eine neue Truppe aufzustellen und kann dann das Virus eben auch bearbeiten. Aber das dauert dann eine Woche. Und dann sitzt man oder liegt man eine Woche dumm rum, weil man sein Immunsystem nicht fit hatte. Also noch einmal diese Dinge, die eben schon da waren. Jetzt kommt noch etwas hinzu. Das Vitamin D unterdrückt überschießende Immunreaktionen der Atemwege. Und wenn Sie die Diskussion verfolgt haben, auch in Norditalien, die Menschen sind an schweren Atemwegskomplikationen gestorben. Und hier ist die Quintessenz oder die Verbindung zu Vitamin D. Die Italiener haben genauso wie wir extrem wenig Vitamin D und die alten Leute dort in Norditalien noch weniger als die im Süden. Und das bedeutet, wenn die eine solche Komplikation oder wenn die einen solchen Infekt bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass diese überschießende Immunreaktion ansetzt. Hat man ein ausgeglichenes Immunsystem, dann kommt es zu dieser pathologischen Reaktion nicht und dann sitzt man diese Infekt noch einmal auf der linken oder rechten Backe ab. Auch dazu gibt es ganz klar Studien, und zwar nicht neue Studien, sondern uralte Studien. Die kommen zum Beispiel hier aus Japan. Dort hat ein Kollege 2010 schon publiziert, der hat Schulkindern Vitamin D gegeben. Und zwar war das für ein Schulkind von 10 oder 12 Jahren mit 1200 Einheiten eine ganz gute Dosis. Das ist so, als wenn wir als Erwachsene 4000 oder sowas einnehmen. Und hat dann geschaut, der hat also im Dezember erst angefangen und hat dann geschaut, was bis März passierte. Und das ist das, was passierte. 60% weniger Influenza bei diesen Kindern, die therapiert worden sind. 60% weniger. Das schafft man mit keiner Grippeimpfung. Wenn denn überhaupt die Grippeimpfung die richtige Impfung war und das Virus auch wirklich dann kommt, wofür man sich bei der Grippeimpfung entschieden hat. Das wirkt in jedem Fall. Der Knüller war aber eine ganz andere Geschichte, nämlich 80% weniger Asthmaanfälle. In beiden Gruppen waren Kinder mit Asthma. Und die Kinder, die Vitamin D bekommen hatten, haben 80% weniger Asthma bekommen. Wie kann das sein? Genau über den Mechanismus, den ich eben gezeigt habe. Die Asthmatiker sind schon vorgeschädigt in ihren Atemwegen. Wenn die einen Infekt bekommen, dann explodiert die ganze Sache. Dann kriegen die eine akute Exacerbation von ihrem Krankheitsbild und wandern mit einem akuten Anfall ins Krankenhaus. Kann die Infektion sich aber nicht ausbreiten, bleibt auch entsprechend der Anfall aus. Und man ist in einer wesentlich besseren Situation. Dieses ist noch einmal gezeigt worden, Jahre später, 2017 in Indien,
identifiziert worden. Das sind hier etwa 100 Kinder auf der linken Seite, die Säulen, etwa 100 Kinder. Da sieht man auf der rechten Seite keine Besuche im Krankenhaus oder Aufenthalte einmal im Monat, zweimal im Monat. Und Sie sehen, am Anfang der Studie waren 58% der Kinder einmal im Monat und 15 oder 25 der Kinder waren zweimal im Monat sogar und nur und keiner war nur einmal. Das heißt also, die Kinder waren regelmäßig im Krankenhaus, wurden regelmäßig mit akuten Exazerbationen eingeliefert. Dann hat man angefangen, denen Vitamin D zu geben. Und Sie sehen, was im Laufe des halben Jahres, 6 Monate, passierte. Nach einem halben Jahr 80 der Kinder keine Krankenhausaufenthalte mehr, einmal noch pro Monat, 2 Stück und keiner mehr zweimal im Monat. Nur mit ein bisschen Vitamin D hat man diesen armen Kindern das Schicksal eines mehrmaligen Aufenthalts in der Klinik erspart. Welch ein Segen und wie einfach zu erreichen. Wird aber nicht etwa von den Pädiatern zu Platz genommen und zu sagen, hallo, hallo, setzt bitte alle Kinder unter Vitamin D, obwohl das offiziell publiziert worden ist und vorhanden ist, die Information. Oder hier eine große Meta-Analyse, auch von 2017, ist etwas unübersichtlich, aber wir haben hier eine Linie, das ist diese 1 hier. Alles, was rechts davon ist, ist ein negatives Ergebnis. Alles, was links ist, hat die Wahrscheinlichkeit für eine Atemwegsproblematik reduziert. Und Sie sehen, dass von einzelnen Ergebnissen hier fast alle Ergebnisse auf der linken Seite sind. Das heißt, unterm Strich hat diese große zusammenfassende Untersuchung ergeben, dass Vitamin D bei Ateminfektionen sehr, sehr wichtig ist und sehr viel auswirkt. 2017 publiziert worden. Nichts passiert. Keine Empfehlung, nichts dergleichen. Also, alle Welt spricht von Coronavirus, aber niemand spricht über Vitamin D. Warum nicht? Na gut, für mich gibt es 2 Gründe. Einmal, weil es futsch ist. Wir sind nämlich nicht mehr draußen. Und das Zweite ist, man kann kein Geld damit verdienen. Vitamin D ist Anfang des letzten Jahrhunderts entdeckt worden, synthetisiert worden, war auch damals patentiert. Und dieser Patentschutz ist längst abgelaufen. Von daher kann jeder, der will, Vitamin D herstellen. Und eine Jahresdosis für Vitamin D kostet 50 oder 100 Euro, je nachdem, was für einen Luxus man sich leistet. Aber das ist nothing. Damit kann man kein Geld machen. Und deswegen wird Vitamin D von der Pharmaindustrie nicht promotet. Da stellen zwar kleine Pharmafirmen, stellen das her, aber Big Pharma ist an anderen Dingen interessiert und von daher läuft das eben gegen den Strich. Was den anderen Aspekt angeht, die Behauptung, dass Vitamin D futsch ist, sehen Sie hier. Das sind offizielle Daten des besagten Robert-Koch-Institutes, was ich am Anfang schon erwähnt habe, denn die kümmern sich nicht nur um die Grippe, sondern die haben große Studien jedes Jahr, die mit unseren Geldern bezahlt werden und wo die verschiedensten Dinge untersucht werden. Und in dieser Studie, das war die sogenannte KICS-Studie, Kinderstudie, hat man unter anderem 1300 Kinder untersucht und mehr als 2000 Erwachsene. Und Sie sehen hier die Ergebnisse der Erwachsenenuntersuchung. Allerdings, der Autor ist noch deutsch, wie man sieht. Aber wo es publiziert worden ist, BMC Public Health außerhalb. Das heißt also, unsere Daten von unseren Menschen sind nicht in der Bildzeitung publiziert worden, sondern irgendwo in einem hochrangigen Journal. Ich gönne den Kollegen den hohen Impact-Faktor. Aber spätestens ein paar Monate danach hätte man diese Daten auch in deutschen Journalen publizieren müssen. Aber das ist nie passiert. Was zeigen die Daten? Hier ist der rote Strich, hier ist die Grenze zwischen normal und nicht normal. Und Sie sehen unschwer, dass der größte Teil der Bevölkerung auf der falschen Seite ist. Die sind alle im Bereich des Defizits. Und gerade mal 12% dieser deutschen älteren Bevölkerung sind normal. Aber es interessiert niemanden. Also nicht die Viren sind das Problem. Hätten wir genügend Vitamin D, würden wir mit den Viren ganz anders fertig werden. Hier sind ähnliche Daten noch einmal aufgezeigt. Der Unterschied ist der, dass dies mal jetzt eigene Daten sind, die aber in der Verteilung, so wie Sie eben gesehen haben, ähnlich aussehen. Nur hier haben wir sie anders verteilt, und zwar nach dem Lebensalter. 0 und 1 Jahr bis hier oben 80, 90 Jahre. Und Sie sehen, dass nur die Kinder im ersten Lebensjahr halbwegs einen Referenzwert von 30 erreichen. Der Rest der Kinder und der Erwachsenen ist im Keller. Durchgängig im Keller. So, und das ist das gleiche, wie gesagt, Zeit gewesen, 2007 bis 2009,
wie auch die offizielle Untersuchung vom Robert-Koch-Institut, die nur später dann publiziert worden ist. Aber zum gleichen Datum ist dieses gemacht worden. Nur der Effekt ist erstmal gar nichts gewesen. Wenn man diese Daten weiter aufgliedert und mit neuen Daten noch einmal vergleicht, dann ist hier etwas kompliziert anzuschauen, aber ich führe da mal kurz durch. Die Farbkodierung heißt in grün, das ist das, was wir gerne hätten. Die Menschen sollten mehr als 40 Nanogramm haben. Wir wären auch schon zufrieden mit 30 bis 40, das ist rot. Mickrig wird es bei diesem beige-grau. Ganz schlecht ist dieses Violett und da unten ist es Chaos. Und wenn Sie jetzt mal über die Monate schauen, das ist Januar bis Dezember, dann sehen wir hier oben irgendwo zwischen 10 und vielleicht 15% haben diesen erstrebenswerten Spiegel. Wenn wir jetzt den noch ganz guten dazu nehmen, 30 bis 40 Nanogramm, dann kommen wir im Sommer auf etwa 40%. Das heißt, selbst im Hochsommer, wenn es ein guter Sommer ist, sind maximal 40% auf der einigermaßen guten Seite. Umgekehrt sind aber 60% auch im Sommer im Keller. Und wenn wir uns das dann im Winter anschauen, hier Januar, Februar, dann sind das 70%, die auf der falschen Seite stehen. Das heißt, die Mehrzahl der Bevölkerung ist sommers wie winters auf der falschen Seite und die überwiegende Zahl eben im Winter auch. Also ein Riesenproblem, was wir in Deutschland haben und ähnliche Verhältnisse liegen weltweit vor. Jetzt könnte man natürlich meinen, wenn man mich so hört, dass Vitamin D eine Wunderwaffe ist. Vielleicht habe ich auch Aktien irgendwo bei einer Pharmafirma, die Vitamin D herstellt. Dem ist aber nicht so, ja? Sondern Vitamin D ist lediglich eine Umweltressource. Die Sonne stellt es uns zur Verfügung, die wir gratis bekommen haben. Unsere Haut ist 2 Quadratmeter Sonnensegel. Wenn wir die nackig in die Sonne halten, für 10 bis 15 Minuten machen wir 20.000 Einheiten Vitamin D. Das Doppelte von dem, was wir wirklich brauchen. Das heißt also, das funktioniert, wenn wir uns im richtigen Milieu verhalten. Haben wir das nicht, dann haben wir ein Problem. Um das noch einmal zu zeigen, möchte ich Ihnen Vitamin D als Hormon vergleichen mit dem Schilddrüsenhormon. Die haben beide eine enorme Wirkung. Links ist die lange Latte, die ich Ihnen nicht erzählt habe, sondern ich habe Ihnen ja nur von dem Immunsystem erzählt. Aber das alles macht Vitamin D. Und rechts sehen Sie, was das Schilddrüsenhormon macht. Das ist die gleiche lange Latte. Da stehen natürlich andere Faktoren. Sonst bräuchten wir keine zwei verschiedenen Hormone. Aber die Latte ist genauso lang. Das heißt, das Schilddrüsenhormon ist für den Körper genauso wichtig wie Vitamin D. Warum wird so viel jetzt über Vitamin D geredet? Ganz einfach. Schilddrüsenhormonmangel haben wir vielleicht in 10-15% der Fälle. Den Hormonmangel Vitamin D haben wir aber bis 80-90%. Deswegen ist das so wichtig. Deswegen ist das so heiß. Hätten wir nur 10%, 5% der Leute, die diesen Mangel hätten, hätten wir viel, viel weniger Gesundheitsprobleme und bräuchten es darum nicht zu kümmern. Nur, kein Arzt dieser Welt würde sich trauen, einen Schilddrüsenhormonmangel nicht zu therapieren. Das wäre ein Kunstfehler. Dann fordere ich die Kollegen auf, bitteschön, auch diesen Kunstfehler nicht zu begehen und Vitamin D als Mangel bestehen zu lassen. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Konsequenzen? Wohl dem, der zur Winterzeit über einen regelrechten Vitamin-D-Spiegel in seinem Körper verfügt, egal mal, wo er herkommt. Ja. Dies kann unter anderem lebensrettend für ihn sein, zumindest aber seine Lebensqualität verbessern, wenn er nämlich keine Grippeattacken bekommt. Ein regelrechter Vitamin-D-Spiegel bedeutet etwa 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Das ist der Zielwert. Wir sagen heute nicht mehr, du musst so und so viel einnehmen, sondern fang an zu futtern und dann miss bitte, dass du auf diesen Wert kommst. Weil wir wissen nicht, was der Einzelne resorbiert, wir wissen nicht, wie er es einnimmt und so weiter und so fort, wie viel Körpergewicht er hat, denn es verteilt sich im Volumen des gesamten Fettteils und so. Das heißt also, man sollte anfangen und dann messen nach einem Vierteljahr, erreiche ich diesen Zielwert, dann bin ich gut drauf. Und dazu werden bei einem 70 Kilogramm Menschen in der Regel 4.000 bis 6.000 Einheiten benötigt. Wenn einer 100 Kilo hat, dann sollte er mal ruhig auch 10.000 davon einnehmen. Die Sorge, dass man sich vergiftet, ist unbegründet, weil man müsste ein Vielfaches, ein Zehnfaches von dieser Normaldosis von 4.000 Einheiten einnehmen und das über Wochen, um in den toxischen Bereich zu kommen. Es gibt natürlich toxische Fälle, die sind aber in der Regel dann passiert, wenn ein Kleinkind Dosierung von einem Erwachsenen bekommen hat.
oder wenn irgendjemand, ein dubiöser Hersteller, zu dumm war, Mikrogramm von Nanogramm zu unterscheiden, dann ist die Dosierung falsch und ist ein Faktor 1000 drin. Und wenn man dann eben von so einem preiswerten Supplementhersteller im Internet etwas kauft, dann hat man das Problem, dass man sich selber vergiftet. Ja. Aber üblicherweise mit den Dosen kann man so schnell niemanden vergiften. Ja. Kinder und Übergewichtige kann man, wenn man in der Volksschule gelernt hat, noch einen Dreisatz zu rechnen, kann man das entsprechend einfach umrechnen. Ja. Es geht weiter. Angesichts der jährlich wiederkehrenden Grippewellen ist unabhängig von der aktuellen Diskussion zu fordern, dass die bevölkerungsweite Vitamin-D-Mangel konsequent ausgeglichen wird. Es ist jedes Jahr das Gleiche und wir haben Millionen von Menschen, die an dieser blöden Grippe leiden. Noch einmal, der Normalverbraucher stirbt nicht an der Grippe. Ein gesunder Organismus steckt die Grippe weg, auch wenn er dann entsprechend darunter zu leiden hat. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das in 2 Tagen abmache oder ob ich eine ganze Woche brauche. Das ist wie Urlaub, zusätzlich Urlaub. Ich selber habe jetzt seit ungefähr 5, 6 Jahren, mindestens 8 Jahren Vitamin D eingeworfen, plus ein paar andere Sachen natürlich noch dazu. Und ich habe ein einziges Mal in den ganzen Jahren noch eine Grippe gehabt. Ein einziges Mal. Und ansonsten vorher natürlich auch 2, 3 Mal im Winter. Also von daher, es funktioniert. Und das bestätigen andere auch. Die damit verbundenen Kosten sind ein Bruchteil von den Therapiekosten der Krankheiten und den Krankheitsbeginn folgenden Schäden in der Volkswirtschaft. Ja, wenn eine Woche nur ausfällt, das sind letztlich mehrere tausend Euro. Und die von einigen Stellen favorisierte Anreicherung von Nahrungsmitteln mit Vitamin D reichen offensichtlich nicht aus, um einen Zielwert zu erreichen. Amerika macht das zum Beispiel, da ist in der Milch ist was drin, im Orangensaft ist was drin, aber da man sich nicht traut, das wirklich hoch zu dosieren, reicht das hinten und vorne nicht aus, sodass also an der individuellen Supplementation eigentlich kein Weg dran vorbeigeht. Das steht dann da nochmal drin. Und die eigenen Untersuchungen zeigen das, das möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Links sehen Sie die Grafik, die wir vor 10 Jahren bekommen haben mit der Kollegin, die uns die Laborproben aus ihrem Labor zur Verfügung gestellt hat, die Ergebnisse. Und wir sind jetzt in der Lage gewesen, nach 10 Jahren von ihr noch einmal Daten zu bekommen. Und die haben wir dann auch wieder ausgewertet. Das ist jetzt die gleiche Darstellung. Da fehlt jetzt rechts ein bisschen was, aber man kann es eindeutig sehen, dass der Referenzwert 30 und dass etwa ab dem 40. Lebensjahr, dass hier deutlich ansteigt. Und Sie müssen es mir jetzt glauben, das geht da hinten weiter. Das heißt also, ab dem 40. Lebensjahr haben wir es innerhalb von 10 Jahren geschafft, dass die Bevölkerung sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf gezogen hat. Der Spiegel für Vitamin D ist von 20 Nanogramm hier etwa auf 28 Nanogramm angestiegen. Ohne dass die Medizin geholfen hat, ohne dass die Regierung geholfen hat, sondern nur über die Aufklärung der Menschen, die verstanden haben, dass sie was Gutes für sich tun können und es umgesetzt haben. Wer das nicht umsetzt, ist die arbeitende, junge arbeitende Bevölkerung. Und wer es auch nicht bekommt, sind die Kinder. Weil die sind abhängig von den Eltern, die es nicht kapiert haben und die keine Zeit haben, und von den Kinderärzten, die es nicht begriffen haben, bis heute nicht begriffen haben. Denn wir könnten ganz einfach hingehen und den Kindern, die im ersten Lebensjahr gegen die Rachitis ja dieses Vitamin D bekommen, wenn wir denen das weitergeben würden, hätten wir dieses Loch hier nicht und wir hätten viele, viele Kinderkrankheiten nicht, unter anderem eine der jetzt neu aufgetretenen Kinderkrankheiten, nämlich die sogenannten faulen Zähne. Das heißt, die Backenzähne werden nicht mehr richtig angelegt, weil unter anderem Vitamin D fehlt. Dann bekommen die Kinder mit 12 Jahren kaputte Zähne. Nicht irgendwo ein kleines Kariesloch, sondern der Zahn ist in seiner Substanz so schlecht, dass er zusammenbricht. Laut Statistik der Zahnärzte 30% unserer Kinder. Und wenn ich mir diese Vitamin-D-Werte anschaue, die seit Jahrzehnten im Keller sind, dann weiß ich, woher das Ganze kommt. Also mehr als 40%. Und das lässt mich hoffen, wenn wir über die Medien gehen, und da sind wir ja Gott sei Dank ganz gut aufgestellt, auch dank Anwesender hier in der Zuhörerschaft, dass wir die Medien erreichen, dann können wir doch etwas bewegen und das werden wir in den nächsten Jahren tun und entsprechend Gas geben. Ja. Konsequenzen weiter. Der oberste Grundsatz bei allen therapeutischen Maßnahmen, habe ich schon mal gesagt, heißt nil nocere, nicht schaden. Das gilt aber auch für andere Sachen in Sachen Gesundheit. Ja. Und das wird derzeit nicht berücksichtigt bei dem, was getan wird.
Und vielmehr stehen die Zahlen der Corona-Epidemie in keinem Verhältnis zu den alltäglichen Grippewellen der zurückliegenden Jahre und damit auch nicht im Verhältnis zur Krankheitslast. Das heißt, es ist eine absolute Diskrepanz zwischen dem, was wir aushalten müssen jetzt, die Beeinträchtigung des öffentlichen Lebens, zu dem, was wirklich an Krankheitsrelevanz dahinter steht. Und das muss man sagen, das kann nicht sein. Nicht in einem freiheitlichen, demokratischen Staat. Die Politik ist also aufgerufen, ihr Handeln an den dargelegten Fakten zu orientieren und Schaden zu verhindern und nicht irgendeine Marschroute weiterzutreiben, die für uns nicht gut ist. Wer mehr wissen möchte dazu, wir haben in der Akademie und mit der Stiftung haben wir eine ganze Plattform geschaffen in den letzten Jahren, die Sonnenallianz. Dort haben wir alles zusammengetragen. Da kann jeder nachschauen, der entsprechend sich informieren will. Die neuesten Studien sind da genauso wie systematische Dinge, die aufgezählt sind. Das ist noch einmal unser Grundbild in der Philosophie mit der Umgebung. Und hier noch einmal der Hinweis, warum dieser ganzheitliche Blick so wichtig ist. Denn nicht nur Vitamin D hat Einfluss auf das Immunsystem. Ich zeige Ihnen jetzt gleich hintereinander einige neue Publikationen, das ist auch irgendwann von 2020, ganz frisch vom Fass, dass die Mikronährstoffe ebenfalls auf die Infektionen einen Einfluss haben. Und zwar das Immunsystem beeinflussen. Das heißt, wer sich bei McDonald's ernährt, hat ein mieses Immunsystem und bekommt dann schneller einen Virusinfekt. Das muss man einfach wissen. Und es geht weiter. Da gehe ich jetzt im Einzelnen nicht drauf ein, nur hier eins raus. Ja. Die Immunzellen, die angeborenen Immunzellen, die Proliferation ist abhängig von Vitamin A, E und so weiter und so fort. Das heißt auch hier, wir wissen exakt, was diese Vitamine, von denen man früher gesagt hat, das sind lebensnotwendige Substanzen, wir wissen exakt, was sie im Körper tun und eben auch das Immunsystem beeinflussen. Hier geht es weiter, Modulation der Immunfunktion, also so wie Vitamin D, das moduliert, macht das auch die Ernährung. Was Sie hier sehen, sind einzelne Immunzellen, schön gemalt. Was Sie nicht mehr lesen können, sind die kleinen Kästchen daneben. Und da ist reingeschrieben jeweils eine Abkürzung für ein Modulator. Und wenn ich Ihnen das vergrößere, dann kommt daraus, die Immunzellen werden beeinflusst durch die Vitamine A und E, sowie Zink, Omega-3 und so weiter und so fort. Das heißt also, all diese Substanzen schrauben auch am Immunsystem rum. Habe ich also eine optimale Ernährung, habe ich ein Top-Immunsystem. Habe ich aber eine schlechte Ernährung, funktioniert auch mein Immunsystem schlecht. Wie alle anderen Systeme im Körper auch. Dann geht es weiter, Omega-3-Fettsäuren. Wissen wir seit einiger Zeit, ist fürs Popöchen wichtig, ist für Krebszellen wichtig, aber über diese weiteren Produkte, die aus diesen Grundsubstanzen, ja, Omega-3, Omega-6 entstehen, diese Stoffe hier, die wirken direkt auf die Entzündungsverhältnisse ein. Und wenn ich jetzt reichlich antientzündliche Effekte habe, dann bekomme ich eben keinen Zytokinsturm in meiner Lunge, sondern die Entzündungen werden hier gebremst. Habe ich das nicht, geht das geschickt seinen Weg. Ja. Körperliche Aktivität. Wir wissen alle, die Sportler, wenn sie regelmäßig gut trainieren, haben sie einen gesünderen Körper, als wir es haben. Unmittelbar nach der Belastung ist das Immunsystem etwas in den Knien. Es wurde überfordert. Aber anschließend steigt wieder an. Das heißt also auch hier, das angeborene und das erworbene Immunsystem werden durch regelmäßigen Sport positiv beeinflusst. Wer keinen Sport treibt, fällt nicht tot um. Macht man Sport, 2020 publiziert, auch sind alles neue Publikationen, der hat durch den Sport wieder ein besseres Immunsystem. Also noch einmal, die Botschaft lautet, nicht eine Sache macht uns glücklich und heil, sondern wir brauchen viele, viele, viele Dinge. Und weiter geht's, Immunsystem und Stress. Umgekehrt, der Stress macht unser Immunsystem kaputt. Der Stress als solches ist nichts Schlechtes. Wir lösen die Stresssituation ja selber aus über irgendeine Wahrnehmung und haben das immer schon gehabt. Was wir nur heute haben, ist Dauerstress. Früher sind wir einmal eine halbe Stunde weggelaufen vom Säbelzahntiger. Danach haben wir uns die nächste Bananenstaude gelegt und haben ein Nickerchen gemacht. Heute haben wir den Dauerstress und alle Dauereinflüsse sind für den Körper schädlich. Das ist so, als wenn Sie beim Nachbarn Klingelmännchen spielen und den Daumen auf den Klingelknopf halten. Es gibt eine Dauerbelastung und irgendwann ist die Klingel kaputt. So ist auch das mit dem Stress. Der Stress als solcher ist ein Input,
den wir reagieren, abreagieren können. Aber wenn der Dauerstress da ist, dann haben wir ein Problem und dann geht das Immunsystem auch in die Knie. Wer übrigens auch in die Knie geht über Stress, sind unsere Darmbakterien. Wenn ich da oben Stress habe, gibt es Botenstoffe, die schießen die Darmbakterien ab. Die Darmbakterien können nicht anständig arbeiten, bilden falsche Botenstoffe, die machen da oben wieder Stress. Also auch hier wieder die Achse, die komplett ineinander verwoben ist. Ja. Noch einmal die Gesundheitsinformation in Medien, die wir eigentlich nicht wirklich bekommen, sondern wo wir nur zum Konsum aufgefordert werden. Und dann gibt es natürlich die Frage, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Ja, wenn wir auf der einen Seite das alles nicht haben, auf der anderen Seite brainwashed sind. Nun, habe schon gesagt, wir brauchen eine neue Gesundheitskultur. Und was wir brauchen dann oder bekommen, ist die Spitzengesundheit. Da gebe ich zu, dass der Name nicht ganz frei von Eitelkeit ist, aber es ist wirklich auch eine bessere Gesundheit, als wir sie jetzt haben. Und wenn wir das so machen, dann wird das, was wir im letzten Jahrhundert schon als Errungenschaft bezeichnet haben, nämlich die Psychosomatik, dass wir also Seele und Geist und Körper zusammen haben, Psychosomatik, das wird noch einmal aufgebohrt um den Teil der Ökologie. Ja, die Ökopsychosomatik. Damit haben wir die Umwelt mit in diesem komplexen Geschehen drin. Und dann haben wir alle Faktoren, die das menschliche System braucht, um gesund zu bleiben. Ich habe Ihnen das noch einmal aufgemalt. Hier das Dreieck der Gesundheit, hier oben die Gene, die uns eben nicht steuern, sondern die Gene werden über die Epigenetik von der technischen Umwelt in Einflüssen, von der natürlichen Umwelt und von der sozialen Umwelt gesteuert. Alle diese Faktoren haben einen Einfluss. Ja, Beispiel für soziale Umwelt ist bei mir immer, wenn Sie zu Hause eine toxische Schwiegermutter auf dem Sofa sitzen haben, dann ist das genauso schlecht, als wenn Sie zu viel Partikel haben in der Luft oder als ob Sie zu wenig Vitamin D haben. Ja, es ist ein Einfluss, der im Inneren nicht gut läuft, der hier stört. Und dann kann ich die eigenen Potenziale, die ich habe, die die Natur über Millionen von Jahren angelegt hat, diese Potenziale kann ich nicht entfalten. Habe ich die positiven Dinge, kann ich sie entfalten. Und zu diesen positiven Dingen gehört als erstes mal das innere Selbst. Das heißt, der Mensch kommt unfertig auf die Welt, braucht 3 Jahre lang noch, um zu sich selbst zu finden, um seinen Sozialbezug auszubilden und dann als Mensch weiterzuwachsen. Wer in den ersten 3 Jahren diesen sozialen Uterus nicht hat, hat große Probleme, wie gesagt, zu sich selbst zu finden. Und die Psychologen wissen das inzwischen recht genau. Man nennt das Narzissmus. Die einen landen komplett asozial unter dem Brückenbogen und die anderen ziehen einen Harnisch an und machen Karriere und landen dann irgendwo ganz da oben, so wie der Herr Trump. Ja? Ich kenne die Details der Biografie von Herrn Trump nicht, aber ich bin sicher, den hat als Kind irgendeiner total verdorben. Niemand kommt mit einem MP auf die Welt, sondern der lernt irgendwann von irgendeinem Einfluss, dass man mit einer Waffen entsprechend Macht ausüben kann. Das heißt also, das alles wird gesteuert durch die Umwelt. Und wenn ich das gut steuere, dann kann das innere Selbst sich entwickeln. Aber wir haben auch einen inneren Arzt, einen eingebauten inneren Arzt. Das ist der Systemmechaniker, der das System betreut, und zwar perfekt betreut, wenn er diese Ressourcen hat. Wenn wir dem armen Kerl seine Arzttasche leer machen, wenn der keine Werkzeuge da drin hat, dann kann er nicht arbeiten. Ja, wenn ich als Arzt ohne Stethoskop zum Patienten gehe, ich kann ihn nicht abhören. Ja, habe ich das aber alles, dann resultiert daraus eine Spitzengesundheit. Und zwar ohne, dass ich mich auch nur einen Deut um irgendetwas kümmern muss. Ich muss nur diese Voraussetzungen liefern. Der Rest macht dieser tolle Organismus vollautomatisch selbst. Vorausgesetzt, er hat die entsprechenden Ressourcen. Also, wenn wir die Ökopsychosomatik erreichen würden, dann hätten wir die individuelle Potenzialentfaltung und nicht nur die Gesundheit, sondern wir wären auch im Popöchen da oben besser drauf, weil wir auch da entsprechend die Dinge entfalten können oder nicht. Oder unsere Muskulatur oder. Was macht jetzt die Akademie zu diesem Spielchen dazu? Was kann sie dazu beitragen? Nun, wir haben also ein ganzheitliches Konzept entwickelt, vom Verständnis her. Das ist in der Form bisher noch nicht da gewesen. Wir haben zwar viel von Verhaltensprävention in den letzten Jahren immer gehört, nur es ist extrem schwierig umzusetzen, denn wenn man in schlechten Verhältnissen lebt, tut sich die Verhaltensprävention schwer. Egal, ob jetzt Schwiegermutter oder Dieselpartikel.
Das heißt also, wir müssen uns um die Verhältnisprävention kümmern, die Umwelt entsprechend verändern, die Lebenswelt verändern. Und dann ganz wichtig, wo wir uns in der Akademie vor allem darum kümmern, ist die Verständnisprävention. Die Menschen haben heute ein grottschlechtes Gesundheitsbewusstsein. Warum? Nicht, weil sie zu dumm sind, sondern weil sie es nicht gelernt haben. Ja, es wird in der Schule nicht vermittelt und was aus den Medien kommt, hat auch nichts mit Gesundheit zu tun. Das heißt also, dieses Basiswissen, was über Jahrtausende immer tradiert worden ist, weitergegeben worden ist, ist nicht mehr vorhanden. Das hat dann zur Folge, als ein Beispiel, die junge alleinerziehende Mutter, die abends nach Hause kommt und ihr Kind mit Fieber vorfindet, was macht die? Die packt sich das und schleppt das zum Kinderarzt und der sagt natürlich, liebe Frau, ich weiß nicht, was heute Nacht alles passiert, ich gebe Ihnen mal ein Antibiotikum, sicher ist sicher. Dann hat die ein Antibiotikum an der Backe und das Kind hat das Antibiotikum, macht sein Mikrobiom kaputt und schon haben die Schweinerei. Wäre die Großmutter mit im Spiel, wird die Großmutter aus ihrer Erfahrung sagen, ach komm, Kind, reg dich nicht auf, wir machen mal einen Wadenwickel und morgen ist die Temperatur weg. Kein Antibiotikum, nichts. Also nur ein kleines Beispiel für Gesundheitswissen, was vorhanden war, was weg ist. Und deswegen müssen wir und können wir diese Verständnisprävention betreiben. Und das tun wir über die Videos, das tun wir über die Bücher und. Und damit bekommen wir eine Dreifachprävention und die ist hocheffektiv. So, was machen wir dann noch weiter dazu? Zum Beispiel hier, wir haben also jetzt kleine Fibeln, die sehr preiswert sind. Vitamin D als legales Doping. Wie gesagt, da habe ich nicht drüber gesprochen. Die Muskulatur funktioniert besser. Wer eine Vitamin D gedoppte Muskulatur hat, ist vielleicht nur 2-3% besser als der Nachbar. Aber das reicht dann aus im Wettbewerb, um oben aufs Treppchen zu kommen. Ja, das ist legales Doping. Oder was demnächst rauskommt, ich habe immer noch nicht geschafft, weil ich abends immer rumrede, statt meine Bücher zu schreiben. Es wird also ein neues Buch geben, Vitamin D, immer wenn es um Leben und Tod geht. Das klingt jetzt unheimlich aufwendig und der Titel ist entstanden, bevor Corona da war, aber dadurch entstanden, dass es mit dem Leben anfängt. Ja, schon die Zeugung ist abhängig vom Vitamin D-Spiegel. Die männlichen Spermien schwimmen langsamer und sind nicht effektiv. Das Ei, was befruchtet ist, kann sich nicht einpflanzen ohne Vitamin D. Das ist also der Anfang des Lebens. Und beim Tod genauso. Wenn Sie zu wenig Vitamin D haben, geben Sie einfach früh den Löffel ab. Also von daher, Vitamin D wirklich ein ganzes Leben lang. Das wird also hoffentlich in den nächsten Wochen, werde ich das endlich schaffen, dass es auch da ist. Aber noch mehr, wir haben also in der Akademie angefangen, Kongresse zu begleiten. Wir machen einmal im Jahr einen Kongress für menschliche Medizin. Und am Anfang war das nur der Kongress und danach war Schluss. Dann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Da sitzen 300 Leute, die sind hochzufrieden und dann begraben wir das ganze Wissen. Nein, jetzt gehen wir hin, dokumentieren das alles als Video und stellen es dann anschließend noch einmal zur Verfügung. Einmal wird es ausgestrahlt und zum Zweiten kann man es als kompletten Satz dann auch kaufen. 70 € oder sowas für 2 Tage am Stück, in diesem Falle zum Beispiel über Autoimmunerkrankungen. Aber es geht auch dann wie über Krebs haben wir das gemacht und so weiter. Also das ist eine klassische Information, wo wir wirklich auf dem neuesten Technologiestand sind, dass wir die Informationen so anbieten können, wie der Endverbraucher sie gerne haben möchte. Hier Krebserkrankung habe ich schon gesagt. Auch das war so ein Kongress, der auf diese Weise zur Verfügung gestellt worden ist von uns. Dann haben wir noch etwas, was nicht nur hier sehr schön aussieht, sondern auch sehr schön ist. Das ist ein Fragebogen, den ich vor vielen, vielen Jahren schon mal entwickelt habe, aber nicht so perfekt und vor allen Dingen noch nicht digital wie jetzt. Und da sind jetzt 22 Fragen drin. Und wenn man die beantwortet, dann kann man die Fragen und die Antworten, die werden mit unterschiedlichen Punktezahlen vergeben, die kann man dann hier auf den Streben von diesem Schutzschirm, kann man die eintragen. Also hier zum Beispiel bei der Frage 1 ist das dann hier bei Punkt 3 oder irgendwas und hier ist bei Punkt 5. Das ist also je nachdem, wie die Fragen beantwortet werden, sieht man, dass daraus kein großer, schöner Schutzschirm resultiert, sondern der ist ganz zerfleddert. Wenn es jetzt regnet, kann sich jeder ausmalen, wird man nass darunter. Und das, was man dort bekommt, ist interaktiv. Und wenn ich dann zum Beispiel hingehe und hier diesen Punkt anklicke, das war die Mikronährstofffrage, dann sieht man, naja, gut, ist er einigermaßen dabei. Bei der körperlichen Aktivität, da ist er faule Socke, da hat er nichts zu bieten. Und hier drüben bei den Sozialfaktoren, keine Schwiegermutter auf dem Sofa, das geht auch ganz gut. Und bei Vitamin D natürlich mal wieder im Keller. Ja, das heißt also, das ist interaktiv, man bekommt dann von hier aus die Informationen nochmal dazu und man bekommt Ratschläge. Zusätzliche Informationen, Ratschläge, was man tun kann, die zwar auch standardisiert sind, aber abhängig
von diesen Antworten, die er gegeben hat. Und das werden wir jetzt noch weiterentwickeln, werden die zusätzliche Fragebögen dahinter hängen und werden dann von da aus verweisen zu den Datenbanken, in die Bibliotheken rein, dass der Einzelne sich weiter daran orientieren kann. Und was wir dann eben auch noch als Service eingeführt haben, dank des Chaos im Internet, selbst ich tue mich schwer, wenn ich ein Angebot im Internet sehe, taugt das was oder taugt es nichts. Und deswegen haben wir einen Marktplatz aufgemacht. Und auf dem Marktplatz haben wir ausgewählte Firmen mit ausgewählten Produkten. Und dort kann dann derjenige, der interessiert ist, hingehen und sich entsprechend die Produkte besorgen. Umgekehrt bekommen wir dafür eine bestimmte Marge von Umsatz. Das ist allen so üblich. Und damit können wir dann wieder die Akademie betreiben. Das heißt also, wir haben ein ganzes Netzwerk von Interessierten an der Gesundheit, die sich untereinander stützen. Wer woanders kaufen will, kann woanders kaufen, ist egal. Aber wer das kapiert hat, dass man auf diese Weise Interessierte an der Gesundheit zusammenführen kann, bekommt dann natürlich eine ganz andere Schlagkraft, eine ganz andere Reichweite, als wenn jeder alleine vor sich hin brüsselt. So, was wir noch gemacht haben mit entsprechenden anderen Experten zusammen, ich führe Spitzengespräche, der Kollege Gröber ist bekannt für seine Mikronährstoffkenntnisse und da haben wir also ganz einen YouTube-Vortrag gemacht, haben aber auch ein Faktenblatt Prävention gemacht, wo 10 Vorschläge drin sind, was man alles tun kann. Das heißt also, auch solche Dinge, mit solchen Dingen sind wir unterwegs. Und das Letzte, was wir jetzt zurzeit gerade entwickeln, ist schon eben dargestellt, dieses Netzwerk für Spitzengesundheit. Da haben wir hier die Therapeuten, die Ärzte, die Heilpraktiker drin. Wir haben universitäre Partner da drin. Wir haben Vereine und Verbände da drin. Wir haben Unternehmen da drin. Und wenn man das Ganze eben zusammen als Netzwerk richtig aufzieht, dann haben wir eine Chance, eine Lobby zu machen, die sich dann für Gesundheit interessiert. Und da sind wir jetzt zurzeit dabei, Hinz und Kunz, wer auch immer Lust hat, einzuladen, sich in dieses Netzwerk mit reinzubringen und dadurch die Bewegung stärker zu machen. Und wenn wir mal vielleicht 1-2 Millionen Leute da drin haben, dann bekommen wir eine laute Stimme. Dann können wir auch sagen, hey, hey, hört auf mit dem Coronavirus, das ist Unsinn. Unsere Wissenschaftler sagen was anderes. Während im Augenblick die einzelnen Leute, so wie der Herr Bakti, oder auch wenn ich aufstehen würde, sagen, hallo, 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 wenn wir einen auf den Kopf kriegen, können wir nichts machen. Aber wenn wir uns hier organisieren, innerhalb der Gesellschaft, dann haben wir eine Chance. Und damit bin ich durch und sage vielen Dank fürs Zuhören.